Der oberste US-General Milley verlautbarte am Mittwoch bei der Aspen Security Forum Sicherheitskonferenz, er rechne nicht mit einem chinesischen Angriff auf die Insel in den nächsten 2 Jahren. Auf die Frage, ob die USA Taiwan im Falle einer Attacke verteidigen könnten, sagte der oberste US-General: Wir haben die absolute Fähigkeit, daran gibt es keinen Zweifel. China will legitime Rechte und Interessen seiner Studenten und Wissenschaftler in den USA standhaft schützen. So äußerte sich der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, auf regelmäßige Vorfälle, bei denen Studenten und Wissenschaftler aus der Volksrepublik in den USA mit Spionagevorwürfen und Visaentzug grundlos unterdrückt werden. Mehr als 40 Länder bekennen sich zu einem kompletten Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 für große Volkswirtschaften und bis zum Jahr 2040 im Rest der Welt. Bedeutende Kohlenutzer wie China, die USA, Indien und Australien schlossen sich der Vereinbarung jedoch nicht an. Dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zufolge geht das Pentagon davon aus, dass die Volksrepublik China bis zum Jahr 2030 über mehr als 1000 Atomsprengköpfe verfügen könnte. Die Regierung in Peking investierte in die Anzahl ihrer Land-, See- und luftgestützten nuklearen Trägersysteme und baue die notwendige Infrastruktur, um diese bedeutende Erweiterung ihrer Nuklearstreitkräfte zu unterstützen, heißt es in einem Bericht. Die Delta-Variante des Coronavirus testet Chinas Zero-Covid-Strategie. In 19 der 31 Provinzen sind lokal übertragene Infektionen gemeldet worden. Damit sind so viele Provinzen betroffen wie seit dem ersten Ausbruch in Wuhan nicht mehr. Über 600 solcher Fälle wurden registriert, wie Bloomberg berichtet. Ein Asteroid von der Größe eines Kühlschranks ist am 24. Oktober in großer Nähe an der Erde vorbeigerauscht und hat sie nur knapp verpasst. In einem Abstand von nur 3000 Kilometern flog der Asteroid mit der Bezeichnung 2021 UA1 über der Antarktis vorbei. Der Gründer von Microsoft soll Gerüchten zufolge hunderte Hektar Land in der Türkei begutachten. Er gibt an, mit dem erworbenen Land eine nachhaltige Farm zu erbauen und große landwirtschaftliche Flächen zu schaffen.